So. Ach so. Fehler. Drohnenfeed nicht verbunden. Fehler. Drohne offline. Fehler. Daten unvollständig. Gibt's überhaupt eine Drohne? Fehler. Daten unvollständig. Falls das Backup überhaupt was durchgemacht hat. Fehler. Drohne offline. Fehler. Drohnenfeed nicht verbunden. Geht denn überhaupt irgendwas oder was? Fehler. Drohnenfeed nicht verbunden. Okay, ich glaube, das müssen wir anderweitig klären. So. Okay, ich muss Aether für Gaia zurückbringen. Baal und So warten am Westausgang auf mich. Ich könnte auch erst nach Osten gehen, nachsehen, wie es Rheinklang nach dem Angriff geht. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Es stellt aber auch hier Fragen. Pass auf, wir gehen erstmal gucken, wie es bei den anderen aussieht. Guck mal, die riesigen Satellitensysteme da hinten. Die Frage ist, kommen wir hier auch wieder hin? Na doch, wir kommen hier hin, weil wir haben ja ein Schnellreisesystem. Pumpens hier. Werkstatt abgeschlossen. Wir sollten wirklich mal gucken, ob wir dorthin kommen. Warte mal. Das heißt, ich würde mal sagen, das ist in die Richtung, ne? Ja. Ob wir das schaffen? Kann man vielleicht doch... Nein! Ah, ich wollte den U haben oder was auch immer das war. Ach, nach unten. Hä? Was war jetzt? Meine Lieblingsfreunde. Na toll. Na toll. Wir machen uns langsam hier. Oh, der winkt hier. Platziert. Wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Ich sollte mich bedeckt halten. Den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg.
Was ist das? Ein Bild der alten Welt. Es sieht ein bisschen nach Rheinklang aus. Und da ist eine Art Metallgebilde. Oh, ist das wieder gemein. Wo ist denn die Schüssel? Nee, die ist es nicht. Man sieht wie Windräder. Ich glaube, da oben auf dem Ding ist das. Auf du nur! So, die Stelle hier könnte theoretisch für den Aussichtspunkt richtig sein oder da oben. Mal gucken. Aber der alte Wachturm sieht vielversprechend aus. Ich kann versuchen, das Bild von dort aus zu richten. Warte mal, hier ist. Oder ist der Turm da gemeint? Nee. Gibt es hier noch einen Wachturm oder so? Oder? Ah, da ist er. Also doch das Ding da oben. Nee.
oder? Das ist das Ding da. Wir müssen weiter weg. Oh, warte mal. Wir müssen meines Erachtens da weiter weg. Das passt mit den Windrädern nicht. Also die Schüssel da unten, die da steht, das ist die Schüssel. So, aber der Wachturm ist das hier. Oder aber wir sehen wieder mal was, was... Ach, warte mal. Da, guck mal, da ist ein kaputter. Ich bin ganz nah dran. Geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein großes West-Ari-Stopp unseres Aussichtspunkturs erreicht, präsentiert von Miriam Technologies und der Koalition für Umweltsanierung. Die Rohstoffe auf der Erde sind begrenzt und ihr Abbau kann erheblichen Schaden verursachen. Deshalb hat Miriam Technologies zahlreiche Patente zum automatisierten Rohstoffabbau auf erdnahen Objekten entwickelt. Viele der ergiebigsten dieser metallreichen Asteroiden wurden von diesem Ari identifiziert, also denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal in den Himmel schauen. Miriam und die Koalition für Umweltsanierung arbeiten hart daran, den kleinen blauen Punkt zu erhalten, den wir unsere Heimat nennen. Morgen, ich habe hochgeguckt, war nicht viel zu sehen. Warum sind nicht mehr Unternehmen wie ihr? Zukunftsorientiert, umweltbewusst, danke, dass ihr Grenzen überschreitet und euch um die großen Fragen kümmert. Ihr helft auf der Erde und im Weltraum, danke. Ich war beim Start eurer letzten Plattform dabei, fantastisch. Veröffentlicht ihr noch mehr Hudes vom Start oder irgendwas? Daten beschädigt. Das ist ein tolles Ding. Hier gäbe es einen. Wenn ich den Anführer töte, zieht der Rest sich vielleicht zurück. Ach, der da! Was zu berichten? Hier sind zu viele Jammerler. Wen fehlt Disziplin? Toll. Auf einen Kampf. Hoffentlich passiert bald was. Ich glaube, da passiert noch was. Sie haben Maschinen hier. Ich könnte sie überbrücken und befreien. Ein bisschen Unruhe stiften. Ich sollte die Leiche untersuchen. Vielleicht finde ich was Nützliches. War das schon der? Ah, nicht abhauen. Warum wisst ihr schon wieder, wer ich bin, Mann? Aua. Au, 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 au. Wow. Alter.
Was? Diese Rebellen belästigen niemanden mehr. Sehen die Identifikationsmarken aus? Ich weiß, dass die Nacktsoldaten welche tragen, aber nie so viele. Die Rebellen müssen sie von getöteten Soldaten haben. Ich nehme sie erstmal an mich. Ich entscheide später, was ich damit mache. Los ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so. So, dann sammeln wir mal das alles noch ein. Genau. Obwohl, wir haben schon ein paar lootbare Sachen liegen lassen. Ja, aber doch nicht hier ein Commander. Eine schöne Aussicht auf Rheinland. Die Rebellen müssen die Utaro genau beobachten. So, die KI ist für das tierische Leben, die sind ja, die ist ja zerstört, ne? Ja. Aber theoretisch, wenn jetzt die Solemi-Faro, hast du nicht gesehen, in ihre Brutstätte geht, müssten die doch aber korrekt repariert werden. So. Wir müssen da erstmal durch. Ach ja, Fische, warte mal. Lass mich raten, diesmal sind Fische keine Objekte, die lootfähig sind. Voll geschützt hier der Laden. Ich will mich jetzt mal kurz hoch, ob wir schon Zeugs haben zum Upgrade oder so. Bitte, noch einmal suchen. Das gut sein. Wir können nichts mehr tun. Wir dürfen nicht aufgeben, wenn wir nur... Das reicht! Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Warum sollte Calais dem Chor beitreten? Der Chor entscheidet selbst, aber das Volk entscheidet mit. So fiel die Wahl auf sie. Calais forderte mit der Zeit zunehmend neue Ideen anstelle alter Traditionen und erntete Zuspruch dafür. Wir müssen uns der Dissonanz stellen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Ihr nahmt Calais also auf, um dieses Lauffeuer zumindest einzudämmen? Die Fremde versteht aber schnell. Dieser Entdeckungsritus. Was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der erste Utaru Rheinklang sah. Calais sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen.
Dann hätte sie ihr Mal am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Calais? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Wie war Calais politisch eingestellt? Radikal. Ihr hättet euch gut verstanden. Oh. Ein Klang stirbt. Aber Calais sagte, wir müssen nicht auch sterben. Der Wind trägt den Samen in ferne Lande. Sie schlug vor, dass die Utaru Rheinklang verlassen und fortziehen. Dieses Land gehört zu uns. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln, auch wenn ein Feuer naht. Ihr seid keine Bäume. Das spielt keine Rolle. Calais trug eine Samentasche bei sich? Das tut jeder Utaru. Wir wählen in jungen Jahren Samen aus den Pflanzen der Ahnen oder anderer wichtiger Personen. Und nach dem Tod kehren die Samen in das Land zurück, das uns nährte, damit neues Leben sprießen kann. Und deshalb will ich Calais Tasche. Ihre Samen sollen in Rheinklang wachsen. Der Fluss trägt die Samen zu neuem Boden, wo sie sprießen und blühen werden. Aber in der Fremde. Mehr Hoffnung bleibt uns nicht. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Also es sind ja super Anführer hier. So, apropos super, wo ist denn eigentlich? Wo sind die Händler? Ich gleite. Oder bin ich einfach bloß verkehrt? Wir haben nicht viel, aber wenn du ein warmes Essen brauchst, können wir handeln. Ach, warmes Essen. Einfach mal ein Snickers essen, so. Wer bist du denn? Bitte! Der Code trifft sich nicht mit mir. Was soll ich sonst tun? Erzähl mir doch einfach mal, was los ist. Genau. Ich bin aus Flusslied, im Norden. Vor ein paar Tagen weckten mich Schreie meiner Nachbarn. Tenakt-Rebellen griffen an. Es waren nur Späher, aber wir wurden kaum mit ihnen fertig, wenn jetzt ein kompletter Überfall kommt. Wir sind doch keine Kämpfer. Wir sind erledigt. Sie sind keine Kämpfer, sondern erledigt. Ich würde helfen. Ich meine, wir wachsen doch alle aus einer Erde. Aber offenbar will außer einer Fremden hier niemand zuhören. Wäre es vergebene Hoffnung, dass du diesen Kampf an unserer Seite bestreitest? Regalas Rebellen, weißt du, warum sie euch angreifen? Warum geht die Sonne nachts unter? Sie sind Tenakt. Sie leben, um zu kämpfen. Normalerweise gegeneinander. Doch dieses Mal geriet mein Dorf dazwischen. Die Rebellen wollen es ausplündern für ihren Feldzug gegen die westlichen Clans. Hier greifen sie nicht an. Warum flieht ihr nicht nach Rheinklang? Das mag für eine Fremde schwer zu verstehen sein. Utaru tragen Samen bei sich, die nach ihrem Tod wachsen. Mein Volk hat viele Samen in Flusslieds Wäldchen gepflanzt. Ein Geschenk der begrabenen Jahre. Ich glaube, ihr kennt sie als die roten Raubzüge. Wir gehen nicht fort. Unser Opfer war zu groß. Der Chor soll für alle Utaru sprechen und normalerweise stelle ich ihn nicht in Frage. Aber er sieht äußere Siedlungen wie Flusslied als verloren an. Nicht mehr unter Rheinklangs Schutz. Der Chor will nicht einmal mit mir reden. Wenn ich mal im Norden bin, sehe ich nach deinem Volk. Mehr will ich auch nicht. Geh im Dorf am besten zu Q. Er führt die Verteidigung an. Okay, wir sammeln hier einfach mal Quest.
Ich hätte aber gerne doch, okay, ist der Bogenmacher. Von Jäger zu Jäger, lass uns handeln. Wir gucken mal. So, das ist nichts Neues. Wobei, wir haben hier noch den Kriegerbogen. Das ist mit dem... Ach, das war das mit dem Scharfschützen-Dings, ne? Glaube ich. Nee. Irgendwo gab es noch einen Stolperfalle, Häckslerhandschuh. Gegner aufzuschlitzen. Ja, ja. Nee. Komm wieder und wir handeln. Aber irgendwo gab es noch einen Rüstungsschmied oder so. Nee, die gibt's jetzt nicht mehr. Hä? Hier hinten gibt es eine Werkbank. Es gibt keinen. Oder doch? Na toll, die Strippen blockieren mir den Weg, verdammt. Nee. Müssen eine Etage höher. Okay, ein Kräuterkenner. Aber wo ist denn bitteschön... Wir hatten doch hier ein... Wir hatten doch hier einen Rüstungsschmied. Ist der gestorben oder was? Ich wollte mir doch da eine Rüstung kaufen. Das ging doch nicht. Der ist nämlich nicht mehr da, der war hier oben. Warum hast du dich rausgenommen? Okay. Ist es der erste Tod? Ich glaube ja, ne? Ach, jetzt ist auf einmal der Werkbank. Ach, guck mal, und jetzt ist doch der... Ich sag dazu nix. Wahrscheinlich war es die falsche Uhrzeit, hä? Ich hab die Ziele getroffen. So, jetzt gucken wir nochmal. Mir fehlt jetzt nicht wirklich ein Langbein-Zirkulator immer noch. Zeit, um eine wahre.
Sphären zu bewundern, besonders die Rüstung. Das ist die Fremde. Und die Werkbank, die ging doch eben gerade nicht. Da ist doch irgendwas faul gewesen gerade eben. Hallo, Werkbank. Ja, gut. Achso, warte mal. Beutel-Upgrades. Wichtigste überhaupt. Stachelholster. Menge an Stachelwerfer. Erstmal rein damit. Outfit-Upgrades. Widerstände 16 auf 15. Wenn ich das aktualisiere, den Wachposten, wird der Widerstand gegen Nahkampf schwächer. Hä? Jetzt wird er besser. Okay, das können wir uns leisten. Das können wir uns nicht leisten. Achso, warte mal, Waffen-Upgrades. Wir sollten unseren aktuellen Jägerbogen... Ja, Jägerbogen sollten wir etwas gönnen. Ah, das können wir nicht. Schade, schade, schade. Aber wir haben Waffenspulenplatz. Den können wir hoffentlich... Den können wir jetzt ja hier aufwerten, ne? Spule bearbeiten, genau. Agilitätsschaden erhöht den beim Fallen oder Gleiten verursachten Schaden. Das lassen wir mal. Niederschlagschaden erhöht den Schaden gegen zu Boden gebrachte. Nee. Kritischer Trefferchance erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu landen um 10%. Schön, Crit-Verbesserung ist, glaube ich, ganz gut. Gut, wir schauen uns jetzt hier noch um Kleinigkeiten ein bisschen um. Wer redet hier? Die nicht. Nee, du warst es nicht. Wer hat denn gerade gesagt, ja, du zahlst ja halt. Keiner hier. Dein Auge ist so scharf wie deine Pfeile. Oh, ja. Bist du bereit? Wie viele Leute kannst du finden? Aber so eine Thema. Hä? Wenn du hungrig bist, Fremde, kann ich mit Rationen handeln. Wo ist die Quest jetzt hin? Sei 24 unter mir, okay. Stimmt etwas nicht? Da hat wohl jemand Ärger. Ja, Jax. Er hat gehört, dass die Nackt herumlungern, wo sie nichts zu suchen haben. Ist dann gleich los, sie zu suchen in Steinhall im Süden. Der Narr. Wer genau ist dieser Jax? Mein Freund. Merkt man das denn nicht? Nee. Bisschen jünger als ich. Bei ihm knirscht noch nicht ständig alles. Kann ganz gut mit dem Bogen umgehen. Er ist auch ein guter Trinkkumpan. Vorausgesetzt, wir haben Süßsaft. Ich hab's ihm gesagt. Wer in einen Busch greift, darf sich über Dornen nicht wundern. Vielleicht sollte ich ihn suchen. Steinhall, sagst du?
Genau. Jetzt entschuldige mich. Die Wurzeln graben sich nicht allein aus. Ist er sehr besorgt um seinen Kumpel, hä? Was haben wir denn jetzt eigentlich? Schatten im Westen? Starken Wurzeln? Pass mal auf, das machen wir hier noch. Das ist jetzt so der Absacker zum Abend. Ja. Ist ja nur Stufe 10, das kriegen wir noch hin. Ich glaube, da oben ist er schon, hä? Schon entdeckt. Wie kommen wir nicht hoch? Das sind die Koordinaten. Ich glaube nicht, dass ich die Türen von hier öffnen kann. Wer auch immer in den Ruinen ist. Keine Besucher. Ich habe nichts gesehen. Ich habe auch nichts gesehen. Vergiss, dass ihr was gesehen habt. Das ist der Pep. Oh. Das ist Jeff. Okay, ja, ja. Wir haben 3000 Mal daneben geschossen. Okay. Und herausfinden, was sie vorhaben. Wo, 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 wo. Ich hab mit Ballerwaffen rum. Ui. Was hab ich denn für... Ich glaube, jetzt gibt's ein bisschen Stress. Hatte nicht gerade eben... Oh, da. Kann dir reinhelfen. Was auch immer Vesri macht. Lass uns reden. Barovia. Ach, deswegen hat er uns nicht reingelassen. Von der Seite nicht auf. Ist irgend so ein Spezialschloss. Eclipse-Bastarde.
Das war's für dich. Muss man bei denen immer die Nippel sehen, oder wie? Tatsächlich eine Festung gefunden. Hör zu. Du willst die aufhalten? Du könntest über das obere Gerüst rein. Die Südmauer ist noch nicht komplett verstärkt. Besre hockt auf der anderen Seite der Grube. Wer bist du? Und die anderen? Ich bin Jeff. Wir alle sind Utaru. Die Eklipse macht die Grenzen von Reinklang unsicher und entführt unsere Leute. Ohne dich hätte ich mich totgeschuftet. Ach, der hat gearbeitet. Die Eklipse hat dich entführt. Ja, vor ein paar Wochen war ich Kundschaften, als sie mich fanden. Kundschaften? Naja, eigentlich war ich auf der Suche nach Schrott. Im Moment ist es in Reinklang nicht sonderlich schön. Gibt kaum Essen. Kaum was zu tun. Natürlich ist es tausendmal besser als das hier. Nächstes Mal bleib ich lieber daheim. Die anderen sind weggerannt. Kriegen die das hin? Die laufen nach Reinklang. Ich denke, die werden das schon schaffen. Ich sorge mich mehr um die, die noch drin sind. Die sind Schuften oder in der Zelle. Ich schau mal, ob ich sie finde. Weißt du, was mich da drin wohl erwartet? Eklipseschergen, Kellermaschinen, gefährliche Waffen der Alten. Was denn für Waffen? Was weiß ich denn? Die haben mich immer nur verprügelt. Ihr Anführer faselt ständig etwas von der uralten Macht des Todes. Das klingt ziemlich übel. Du solltest wohl besser zurück. Und meine Chance auf Rache verpassen? Ich will helfen. Dann bleib hier und überlass das Kämpfen mir. Wenn ich da drin wen rette, freut er sich über ein freundliches Gesicht. Dann sei das Glück mit dir. Ich genieße wohl einfach das Spektakel. Weißt du, die ganze Zeit hängt er da rum und ab und hättest du mich nicht gerettet? Und dann will er unbedingt kämpfen. Wow, halt, Kiste. Schau dir das an. Hier müssen wohl die Alten eine Schlacht geschlagen haben. Vorwärtsstellung überrannt. Kein Kontakt zu USRC. Das heißt, wir sind am Arsch. Irgendwelche Vorschläge? Wir haben noch eine Aerosolbombe. Wenn die Bots kommen, zünden wir und jagen einen Haufen Blechbüchsen hoch. Wir nehmen sie mit. Wie fies. Gefällt mir. Dann mal los. Wir sehen uns im Himmel. Da ist keiner. Brechen wir ab. Haben ja hart gekämpft. Es gab wohl eine Belagerung. Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. So. Das ist mein Weg hinein. Ach, hier durchs Loch, okay. Hier hat die Eklipse sich etwas aufgebaut. Reißen wir es also nieder. Ja, jetzt haut er alle ab. Auf dieser Festung errichten wir das Fundament unseres Imperiums.
Ich hab's erwischt. Hoffe ich doch. So viel zu den Wachen. Auf zu ihrem Anführer. Diese Lautsprecher müssten mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. Heieieiei. Taro-Gefangene. Ich muss sie befreien. Na klar, mach mal das. Fremde? Wer ist sie? Hilfe! Durchhalten! Ich hol euch da raus! Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein? Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. Ihr alle, versteckt euch, bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesrae. Guck mal, was die hier für Schätze drin hatten. Zeit ist um. Geht doch. Ach doch, warte mal. Zeit ist um. Die Kampfroboter sind draußen. Eingabe von Zündsequenz. Alpha, Charlie, Echo. Scheiße. Sicherheitsschalter bleiben aktiv. Für Manuel bleibt keine Zeit. Es ist vorbei. Ich hab versagt. Oh. Es ist verriegelt und es ist eine Arena. Die Kunst der Alten wird allein mir gehorchen. Ich meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Okay. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Ah. Die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du dich freiwillig... Halt die Klappe, Vesrae. Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen. Du bist als Nächster dran! Tschüss! Gern sehe ich dich sterben. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Der hat eine Bombe. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Brenne, Abschau! Ich glaube, der hatte was gegen uns. Ich wollte aber noch looten. Geht's dir gut? Ja, das wird wieder.
Ich hoffte, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen. Sie sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schau mich mal um. Mal sehen, ob da noch mehr Eclipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Manchmal hat Aloy den Touch, ich weiß nicht, wer es kennt, CSI Miami, David Caruso. Vom Blick her ist es manchmal so. Treue Eclipse, wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahllicht. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Das war dann wohl der letzte. So, einmal nur mal links und rechts gucken hier. Aha, ich wusste es doch. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, werden sie sie finden und dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Vielleicht mal prüfen, wie es aussieht. Zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesre lassen. Er hatte große Träume. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich sollte mit Jeff reden, ihm sagen, was ich gefunden habe. So, letztes Gespräch. Und was gibt's? Vesres Kameraden sind tot. Die Eclipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaro dar. Und auch nicht für den Rest der Welt. Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein dürrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Den Schrecken gerettet. Hey, eine Trophäe. Mann. 3 Fertigkeitspunkte. Ja. Ich würde mal sagen, machen wir einen Strich drunter hier unter den heutigen Abend. Sind gut vorangekommen. Schön Hauptquest, ein paar Nebenquests. 1, 2, 3, 4. Wie hört es jetzt aus? Wir haben natürlich eine Hauptquest, Stufe 17. Wäre also machbar beim nächsten Mal. Wir haben 3 Nebenquesten aktiv. Eine ist noch ausgesetzt. Ich wollte schon gerade sagen, wir hatten nur bloß eine bisher abgeschlossen. Das halte ich für ein Gerücht, das ist nicht machbar. Hier haben wir noch Schattenangebot, benötigten Rohstoff. Achso, siehst du, ich muss schon zu Hände und wieder zurückgehen. Könnte was abgeben. Ja, ich würde mal sagen, es schaut gut aus. Ne? Das heißt, hier an der Stelle, wie immer, ne, ist Feierabend. Wir sehen uns morgen. Voraussichtlich mit Elex. Mal gucken, wie es mir morgen geht. Also heute hatte ich ein bisschen zu tun. Aber ich bin im Homeoffice. Aus eigener Sicherheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Beziehungsweise dadurch, dass es möglich ist, nutze ich das Homeoffice einfach auch, um die Kollegen im Falle eines möglichen Übergriffes zu schützen. Nein, also die Vermutung steht im Raum, die Hälfte der Klasse von K2 ist in Quarantäne, dass hier was angeschleppt war. Ich habe an einem Stern am Tag ein bisschen zu tun.
ist nichts Gravierendes, Test ist auch negativ, aber ja, ohne irgendwelche anderen Möglichkeiten oder einen positiven Schnelltest kriegst du ja keinen PCR-Test, um vielleicht 100%ig sicher zu gehen. Drei Nachbarfamilien, also direkte Nachbarfamilien, da sind die Kinder natürlich auch in der Schule von K2, sind positiv. Die Hälfte bzw. drei Viertel der Familie jeweils. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern das Wann. Ja? Auch im Homeoffice darf man krank sein. Das ist alles okay, darum geht's nicht. Ich gehe aber erstmal ins Homeoffice, einfach nur, weil ich die Leute also vor Ort einfach nicht möglicherweise gefährden möchte. Das ist einfach der Punkt. Es ist auch so, dass es jetzt nicht irgendwie problematisch ist. Es gibt aber eben halt, weil es zu viele kleine Nebenbaustellen sind, das klingt immer dramatischer, als es wirklich ist, wenn man das schreibt, aber Kopfschmerz, immer an derselben Stelle. Wie gesagt, es klingt drastischer, als es wirklich ist, wenn ich sage, dass das man das Gefühl hat, weniger Luft zu haben, ja, also beim Atmen. Oder so wie jetzt, dass man eben halt anfängt zu schwitzen. Das kann aber jetzt an dem warmen Rechner liegen. Also ich will es halt nicht überdramatisieren. Und Unwohlsein, vorhin beim Laufen mit dem Hund war es eben halt auch so erhöhterer Puls, obwohl wir einfach nur spazieren waren, also anders als normal. Und allgemein ist die Gesamtsituation sehr ja. Deswegen, es kann auch irgendwas anderes sein und einfach nur, damit man die Leute nicht gefährdet, weil man es selber nicht weiß, was ist, einfach raus aus der ganzen Geschichte. Das Gute ist, mein Job, den ich mache, den kann ich zu, ich sag mal, 90-95% von zu Hause machen, weil die anderen 5-10%, das sind halt dann, wo ich wirklich physisch an irgendeinem Server oder an Rechner muss. Das ist aber hält sich in Grenzen. Das hält sich wirklich in Grenzen. Und ja, gucken wir mal. Es geht jetzt jedenfalls, wird jeden Tag getestet. Ein ehemaliger Kollege, der letztendlich jetzt immer noch Zulieferer und so weiter ist, logischerweise, also den Job macht, den ich vorher gemacht habe, der hatte jetzt gestern einen positiven Schnelltest, wartet jetzt auf seinen PCR-Test, beziehungsweise hat schon gemacht. Ich weiß nicht, ob er das Ergebnis schon bekommen hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der natürlich auch positiv ist. Wie gesagt, der Nachbar drüben, dann der andere Nachbar gleich links nehmen, dann gegenüber der Straße der Nachbar. Es ist, wie gesagt, nur eine Frage des Wann. Es wird, also ich bin jetzt weitestgehend darauf eingestellt, dass es jeden treffen wird. Und es ist halt nur die Frage, wie intensiv und wie man sich gegebenenfalls selber dann absichert, also sprich Maske, Hygiene. Das ist so ein Ding, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, was doch ein bisschen krankt. Ja, da haben die Leute wieder nachgelassen. Ich hoffe mal, dass sich das wieder ein bisschen einkriegt. Und auch Maske, dass sich das wieder einkriegt. Ich will ja nicht immer wieder gleich von Zwang reden, aber es sollte bei den Leuten im Kopf doch angekommen sein, dass es sehr gut funktioniert hat. Und wir auch schon allein mit diesen kleinen Maßnahmen und Möglichkeiten an vielen bösen Stellen vorbeigeschrammt sind. Aber es ist dieses Paradoxon, ne? Ja, guck mal, ist doch nichts passiert, ne? Aber man hat es ja nicht erlebt ohne diese Maßnahmen. Deswegen ist es immer leichter zu diskutieren, naja, hat ja nichts gebracht oder ist ja nicht schlimm gewesen oder ne, solche Geschichten, ne? Na gut, wollen wir nicht weiter vertiefen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Wie gesagt, voraussichtlich mit Elex 2 geht es dann weiter. Gab ein Patch hier vorhin, ihr konntet es nicht sehen. Im Hintergrund hat es GOG nämlich ein Update eingespielt. Ich habe auch gesehen, dass heute bei Elex eine Patch-Notiz war. Vielleicht ist die Performance ja auch besser geworden. Ne? Ja, genau, das, was du schreibst, Katha, genau. Ich persönlich fand diese ganzen Sachen überhaupt nicht dramatisch. Ja, es war manchmal sehr lästig und anstrengend, besonders wenn du dann 4, 5, 6, 7, 8 Stunden das Ding tragen musst. Mein Gott, muss medizinisches Personal sowieso. So.
Und ich sag mal, dann kann es auch jeder. Und diejenigen, die der Meinung sind, sie müssten eine Kippe nach der anderen reinziehen. Wie gesagt, ich bin Ex-Raucher. Ich weiß der Gelüste und der Fruste. Da. Aber wenn ich rauchen kann, kann ich auch eine Maske tragen. Also dann kann es mit der Atemnot nicht weit her sein, mit der angeblichen Atemnot. Und das ist das, was ich so in der letzten Zeit betrachtet habe. Oh ja, und schlecht Luft, aber Quarzen geht. Ne? Nun gut. Schlaf gut, träumt was Schönes. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Und ja, bis demnächst. Euer Firefox.